Naturfotografie übt schon seit sehr langer Zeit eine sehr starke Faszination auf mich aus. Viele Fotografierende, deren Bücher ich mir angesehen habe, ob es jetzt Henri Cartier-Bresson ist oder irgendwelche anderen berühmten großen Persönlichkeiten, sie alle haben irgendwie in ihrer Fotografie auch die Streetfotografie mitgenommen. Und dementsprechend lange setze ich mich auch schon mit dem Thema mehr oder weniger intensiv auseinander. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern. Ich möchte jetzt intensiver in dieses Genre einsteigen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Herzlich willkommen zum Thema Streetfotografie hier auf Zeit fürs Bild. Bevor wir jetzt dann raus ins Feld gehen sozusagen und die Streetfotografie ein bisschen vor Ort erkunden, möchte ich aber den Begriff ein bisschen mit euch gemeinsam eingrenzen. Zunächst einmal habe ich ja in einem meiner letzten Videos schon angekündigt, dass ich mich eben in Zukunft ab dem Herbst oder nach dem Sommer ein bisschen mehr mit der Fotografie von Menschen, mit Porträtfotografie, mit Reportagefotografie, aber eben auch mit Streetfotografie beschäftigen will. Und Streetfotografie ist dabei für mich so ein etwas diffuser Begriff, denn zum einen geht es natürlich um den Menschen in seinem Lebensraum, um das Dokumentieren des Menschen in seiner täglichen Umgebung, wie er sich bewegt, wie er lebt und wie er fühlt. Und das Ganze abzubilden, das versteht man, wenn man es so in der Stadt oder auch in einem Dorf oder am Land irgendwo abbildet, so unter dem Thema Streetfotografie. Das Ganze könnte man natürlich aber auch als Reportagefotografie begreifen oder zum Teil, wenn man eben dann näher an den Menschen rangeht, durchaus auch als Porträtfotografie. Für mich habe ich als Abgrenzung jetzt folgende Festlegung getroffen. Porträtfotografie ist für mich so etwas wie die geplante Fotografie, die zustande kommt, indem beide Menschen, also der Fotografierende und die Person, die fotografiert wird, darüber Bescheid wissen, dass sie jetzt gemeinsam versuchen, schöne Bilder von einem Menschen zu erzeugen. Das würde ich mal unter Porträtfotografie verstehen. Reportagefotografie hat für mich oft so ein bisschen den Charakter von, man geht wohin, wo etwas passiert. Und zwar gezielt. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Es gibt irgendwo eine Demonstration oder es gibt irgendwo einen politischen Umsturz oder eine Veranstaltung, was auch immer. Dann geht man eben als Fotograf dorthin und versucht von dieser Veranstaltung, von diesen Ereignissen eben interessante, gute und spannende Bilder zu machen. Streetfotografie hingegen ist, wenn ich einfach rausgehe in die freie Wildbahn, wenn man so will, und den Menschen unvorbereitet antreffe und versuche abzulichten in seinen täglichen Gewohnheiten. Ich habe es für mich definiert, und bitte diesen Begriff jetzt nicht falsch verstehen, ich habe es für mich definiert als Wildlife-Fotografie im menschlichen Revier, wenn man so will. Und dementsprechend könnte man die Streetfotografie in meinem Sinn auch als Safari begreifen. Bevor wir jetzt noch etwas tiefer dann in die Materie einsteigen, möchte ich noch kurz auf eines eingehen bzw. eine Festlegung erklären, die ich getroffen habe. Ich bin immer sehr verwirrt, wenn der Begriff Streetfotografie irgendwo auftaucht. Ja? Der Begriff Straßenfotografie kommt eigentlich im deutschen Sprachgebrauch so gut wie gar nicht vor. Der Begriff Reportagefotografie, habe ich auch schon gesagt, ist für mich auch nicht ganz passend. Und deswegen ist der Begriff Streetfotografie trotzdem der, der es für mich am besten umschreibt und beschreibt. Die Frage ist nur, wie schreiben wir es? Und da habe ich eben
immer wieder die verschiedensten Schreibweisen angefunden, also die ganz normale englische Street Photography mit PH und eben dann dem Y hinten nach oder eben Street Photography mit Street und Fotografie getrennt mit Bindestrich und Fotografie groß und die deutsche Schreibweise oder eben auch Street Photography, indem man Street, die Straße und Fotografie zusammenschreibt und dann einfach Street Photography, das Ganze eben als englisch-deutsches Kombinationskunstwort nimmt. Also, ich habe mich für die letzte Variante entschieden. Ich werde ab sofort das Ganze immer mit Street Photography beschreiben, eben mit dem F und die Fotografie, also die Street und die Fotografie ganz normal in der deutschen Schreibweise. Darauf habe ich mich festgelegt. Also, könnt ihr gerne darunter schreiben, was eure Meinung dazu ist. Aber ich denke, das ist einfach mal eine Begriffsdefinition, die ich einfach für mich getroffen habe, um etwas Verwirrung aus meinem Begriffewirrwarr herauszubekommen. In der Streetfotografie kommt es für mich vor allem auch darauf an, dass man sein Fotorevier möglichst gut kennt bzw. kennenlernt. Das heißt aber auch, man muss sich etwas Zeit nehmen und man muss vielleicht auch etwas langsamer durch die Gegenden streifen, die man eben fotografieren möchte, die man für die Streetfotografie verwenden möchte. Ich habe zum Beispiel diese Woche mich in den Bus gesetzt, hatte einen Tag frei, bin früh morgens nach Linz in unsere Landeshauptstadt gefahren, bin dort an einem Ende der Stadt ausgestiegen und habe dann die halbe Stadt zu Fuß umrundet, erkundet, habe Gassen, die ich vorher noch nie betreten oder befahren habe, zu Fuß durchgeschritten, habe neue Möglichkeiten entdeckt, habe Baustellen entdeckt, bin irgendwo in Sackgassen gelandet, musste wieder umdrehen. Auf jeden Fall hatte ich viel Bewegung, aber es war mir diese Erfahrung wert, denn ich habe wieder einiges an Plätzen kennengelernt und einiges am Leben der Menschen kennengelernt, was ich so zuvor noch nicht gekannt habe. Das heißt für mich, Streetfotografie hat auch sehr viel damit zu tun, dass man sein Revier, sein Fotorevier halbwegs gut kennt, um dann, wenn die einzigartige Situation eintreten sollte, gerüstet zu sein und am richtigen Platz zu sein. Zudem ist für mich Streetfotografie auch eine Art der Fotografie, bei der man relativ beweglich sein sollte. Ich war an diesem Tag sehr, sehr leicht ausgerüstet. Das heißt, ich hatte lediglich meine Nikon Z6 mit dem 35mm dabei, mit einer maximalen Offenblende von 1,8. Und ja, damit kann ich auch in schlechteren Lichtverhältnissen sehr gut fotografieren oder ich kann eben schöne Freistellungseffekte erzielen oder Unschärfeeffekte erzielen. Das war eigentlich alles. Die Kamera hatte ich umgeschnallt. Ich war leicht, ich war beweglich. Ich hatte zwar einen Rucksack mit, da hatte ich ein bisschen eine Jause drin und etwas zu trinken. Aber rein zum Fotografieren hatte ich nur die Nikon Z6 mit einer Festbrennweite. Und das gibt mir einfach so viel Spielraum und so viel Beweglichkeit. Kein Stativ, das ich herumschleppen muss, keine Kabelauslöser, keine Filter, keine 5 verschiedenen Objektive, einfach reduziert auf dieses einfache Equipment. Und das hat mir, muss ich sagen, richtig Spaß gemacht. Zudem war ich von der Ausrüstung her, ich hatte möglichst bequemes Gewand an, mit dem ich mich den ganzen Tag bequem durch die Stadt bewegen konnte. Und ich hatte vor allem auch bequeme Schuhe an, mit denen ich mehrere Kilometer, mehrere Stunden herumlaufen konnte. Ja, und so gehe ich eben an diese Thematik heran. Und ja, das könnt ihr ja durchaus mal als ersten Tipp mitnehmen. Als ich dann so
durch die Stadt durchmarschiert bin und im Nachhinein das Ganze dann ein bisschen Revue passieren lassen habe, nämlich auch hinsichtlich der Thematik der Streetfotografie und wie man sich an diese herannähern kann, habe ich mir gedacht, ich teile dieses Stadtgebiet für mich jetzt mal in drei verschiedene Zonen auf. Die erste Zone ist die Industrie- und die Wirtschaftszone. In dieser Zone hat man sehr viele Menschen, die natürlich arbeiten, wo sehr viel produziert wird, sehr viel Bewegung, aber auch eine sehr verschlossene Bewegung, was irgendwo verständlich ist, weil natürlich Betriebsgelände nicht zugänglich sind, alleine wegen der Sicherheit. Und ja, nicht einfach zugänglich, aber es spielt sich sehr viel Leben ab, es spielt sich eben das Arbeitsleben in dieser Zone ab. Die zweite Zone, die ich für mich definiert habe, ist die Freizeitzone, das sind die Parks, das sind die Kulturanlagen, das sind die, ja, von mir aus auch die Radstrecken, was man eben alles so in Städten und Orten eben, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen, an Plätzen vorfindet. Also diese Freizeitzonen habe ich als zweite Zone für mich definiert. Und die dritte Zone, die aus Streetfotografie-Sicht sehr, sehr interessant ist, ist die touristische Zone. Und die touristische Zone, damit meine ich gerade in Städten zum Beispiel die historischen Altstädte. Die finde ich gerade für Streetfotografie gerade am Anfang durchaus irrsinnig interessant, weil sie am einfachsten zu fotografieren sind. Warum? Diese historischen Zentren die Freizeitplätze, wo eben dann die ganzen Kulturstätten, die Museen, die Theater, die Kinos und so weiter sich abspielen, das sind Plätze, aber vor allem die historischen Zentren, das sind Plätze, wo sich eben auch Touristen bewegen. Und Touristen haben was mit? Genau, eine Kamera. Die fotografieren, die laufen mit ihren Handys herum, die machen Selfies, die machen aber vor allem sehr, sehr viele Fotos. Und da geht man dann als Streetfotograf mit seiner Kamera unter und fällt nicht auf, wenn man dort fotografiert. Anders verhält es sich in der Industriezone. Wenn ich in der Industrie- und Wirtschaftszone, und ich bin auch durch diese durchgeschritten, mit meiner Kamera durchgehe, dann falle ich auf. Da bin ich der Einzige mit einem Fotoapparat, wenn nicht gerade irgendwo ein Unfall passiert ist und eine Polizei mit der Kamera herumläuft. Aber dort bin ich als Tourist ein Fremdkörper. Das heißt, dort ist es irrsinnig schwierig, entsprechende Bilder zu machen. Dennoch ist es möglich, wie dieses Beispiel hier, das ich euch jetzt hier einblende, von diesem Waggonverschub mit dem Zug hier zeigt, wo ich eben dann auch ein Bild gemacht habe. Ist natürlich nicht ein absolutes Hammerbild, aber es ist möglich. Dafür, denke ich, braucht man aber sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Geduld. Leichter ist es in der touristischen Zone, da fällt man mit der Kamera nicht auf. Ebenso ist es leichter in der Freizeitzone, und diese Freizeitzone und die touristische Zone, die vermischen sich natürlich auch ein bisschen, denn in dieser Freizeitzone gibt es immer wieder auch Möglichkeiten, so wie hier in Linz zum Beispiel gibt es entlang der Donaulände, also das ist diese große Grünfläche südlich der Donau, wo eben dieser Freizeitpark angelegt ist, da befinden sich eben so riesige metallene Skulpturen und Strukturen, weil Linz ja auch die Stahlstadt ist, die Stadt der Eisenproduktion, der Metallproduktion, des Stahls. Und da gibt es eben diese Skulpturen, und diese Skulpturen kann man sehr, sehr gut nehmen, um zum Beispiel die in den Vordergrund zu nehmen und zu fotografieren oder eben auch als Umrahmung zu nehmen und Personen, die dann eben vorbeigehen, vorbeijoggen oder mit dem Fahrrad vorbeifahren, in diesem Rahmen zu platzieren und entsprechende Streetfotos zu machen, ohne hier auf große Skepsis zu stoßen von den Menschen, die vielleicht von euren Fotos dann abgebildet werden. Also, Industriezone, Wirtschaftszone schwierig, historische Zentren, Tourismuszone leichter und die Freizeitzone, je nachdem, welche Gegebenheiten man vorfindet, auch ganz angenehm zum Fotografieren. So habe ich es mal für mich eingeteilt. Vielleicht passt das ja auch für die Städte in eurer Umgebung.
Hier habe ich mir jetzt eine Stelle gesucht, wo ihr auch da im Hintergrund so eine Metallskulptur sehen könnt und da vorne eben so einen Poller zum Befestigen der Seile für die Schiffe und Boote. So, und da ist eben diese Straße hier in der Mitte, die hier durchführt, und da bewegen sich die ganzen Jogger, Joggerinnen, Spaziergeher und die Radfahrer und Radfahrerinnen auch zum Teil. Und hier möchte ich jetzt einfach warten, bis sich hier Menschen durchbewegen, und möchte mir hier ein paar Streetfotos machen, weil mir das sehr gut gefällt, weil ich zwar eine sehr ebene Fläche habe, auf die ich hin fotografiere, dadurch, dass ich aber verschiedene Ebenen habe mit diesem Poller, mit der Straße, wo sich eben dann die Person befinden soll, und im Hintergrund dieser Metallskulptur, bringe ich auch eine gewisse Tiefe mit ins Bild. So, und jetzt heißt es hier warten und dann fotografieren. Eine andere Möglichkeit möchte ich euch hier zeigen, wo ich eben den Schärfe- oder Unschärfe-Verlauf verwendet habe. Beziehungsweise auch, wo ich versucht habe, die Passanten, die vorbeikommen, in der Unschärfe verschwinden zu lassen. Aber am besten erkläre ich euch das hier mal vor Ort. Diejenigen von euch, die meine Videos schon etwas länger verfolgen, denen wird dieser Anblick vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Ich habe mal ein Video über Linz gemacht und da habe ich genau von dieser Position ein Foto gemacht, und zwar vom Schloss Linz, das hier jetzt in der Mitte da sich abbildet, und das habe ich eben damals schön in der Unschärfe verschwinden lassen. Diesen Platz möchte ich jetzt aber hier für Streetfotografie nutzen. Ihr könnt jetzt sehen, da kommt jetzt gerade ein Fußgänger rüber. Das heißt, ich werde dann irgendwo hier in diesem Bereich ungefähr scharf stellen. Und da kommt es mir jetzt dann nicht mal so sehr darauf an, dass die Motive oder die Personen, die dann darauf kommen, scharf abgebildet sind, sondern ich möchte hier einfach diese Führungslinie nutzen und dann einfach die Brücke hier, die Fußgängerbrücke, mit Leben erfüllen, indem ich einfach Menschen, die hier mir entgegenkommen, abbilde und wahrscheinlich sogar in der Unschärfe verschwinden lasse. Und so können eben dann verschiedenste Bilder entstehen. Das heißt, wir geben den Bildern einen Rahmen. Wir nehmen eine Führungslinie mit rein. Alles, was wir so bei unserer Fotografie täglich anwenden, können wir natürlich auch in der Streetfotografie sehr, sehr gut verwenden. Eine letzte Option, die ich euch noch zeigen möchte, ist das Fotografieren im Sitzen. Das finde ich nämlich eine relativ spannende Angelegenheit. Hier in dieser Szene könnt ihr sehen, wie ich eben filme, während ich dort unter einem Baum vor dem Landhaus in Linz, also vor dem oberösterreichischen Landhaus, wo der oberösterreichische Landtag sitzt, wo ich eben hier Rast mache, und da habe ich einfach nur die Kamera bei mir auf den Fuß aufgelegt und die Szenerie ganz gemütlich ein bisschen dahin gefilmt und habe immer wieder zwischen dem Filmmodus und dem Fotografiemodus hin und her geschaltet. Und wenn sich dann interessante Konstellationen von Personenbegegnungen ergeben haben, dann habe ich fotografiert. Wichtig hier ist vielleicht noch, weil die Menschen hier relativ nahe an mir vorübergegangen sind, dass ich an dieser Stelle absolute stille Auslösung verwendet habe. Das heißt, die Kamera war im Silent-Modus, und da sind diese neuen
spiegellosen Kameras der Hammer, denn man hört wirklich gar nichts, wenn man den Auslöser drückt. Also da drückt man drauf und weiß eigentlich erst, ob man das Bild gemacht hat, wenn das Bild eingeblendet ist. Aber auch das ist eine Möglichkeit, solche Bilder, Streetfotografiebilder zu machen. Aber das alles ist nichts, wenn ihr nicht selber rausgeht und das Ganze ausprobiert. Und ich möchte euch an dieser Stelle wirklich auffordern, geht raus, schnappt euch leichtes Equipment, zieht mit eurer Kamera durch die Straßen und erkundet einfach ja, das Leben in eurer Stadt, in eurem Ort, in eurem Dorf, wo auch immer. Ihr werdet sehen, ihr werdet die tollsten Erlebnisse haben. Also mir ist es auf jeden Fall so ergangen und es war wirklich eine wundervolle Erfahrung und hat mir absolut auch Spaß gemacht und verlangt auf jeden Fall nach mir. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video, dieses erste Video zum Thema Streetfotografie gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr ehren. Und ja, jetzt blende ich euch noch einige Bilder ein, bleibt noch ein bisschen dran. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.